Holla bei Padaut, wir spielen die blaue Liga mit Rutena. Ich bin der Nico und wir kämpfen jetzt gegen Hinato und den Guardivoir Pokémon-Vieh. Mir ist alles recht, Hauptsache es rockt. Ja denn. Die beiden. Let's have some fun. Starke Entschlusskraft. Hinato, was geht? Rangliste 36. Bin ich quasi im Rang auch noch höher. Voll die Space Station im Hintergrund gehabt eben. Los, Rutena! Yay! Okay. Sehr gut. Ich benutze meinen Support-Ding gar nicht so oft, wie ich vielleicht sollte. Kann ich den dann so ran nochmal? Das funktioniert auch ganz gut. Yes, perfekt! Was für ein Abschluss. Der Park sieht richtig toll aus, da will ich eigentlich hingehen jetzt. Lapras! Oh, was? So schnell? Oh, was? Komm. Nein, so konnte ich meine Kombo gar nicht zu Ende bringen. Hier, kriegst du nochmal einen Lapras. Oh, jetzt geht's hier auch in den Terror-Modus. Nein, komm. Burst. Ja, die Reichweite von ihrem Burst ist einfach unfucking fassbar geil. Ja, Hinato, es wird nichts mehr mit deinem Sieg. Bats, was ein Schaden. Sehr gut. Lapras! Bats! Ja. Ha! War ja nix. Yay! Offensive. Und, oh mein Gott, habe ich 4,5 Sterne. Das war, glaube ich, mein Rekord. Oh, jetzt kriege ich aber nicht mehr so viel Erfahrung. Errungenschaft freigeschaltet, insgesamt 30 Mal gekämpft. Du hast einen neuen Titel, Anfänger. Errungenschaft freigeschaltet, insgesamt 30 Kämpfe gewonnen. Du hast einen neuen Titel erhalten, talentierter Trainer. Das war jetzt irgendwie etwas zu rockig. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Abelardo und sein Pikachu. Deine Reise endet hier. Sprich dein letztes Gebet. Nö. Auf einen schönen Kampf. Bis hierher und nicht weiter. Rächer. Oh, das Pikachu hat eine richtig gute Siegesquote. Da muss ich jetzt aufpassen. Über 80%. Wow, wow, wow. Gegen Pikachu habe ich auch noch nicht so oft gekämpft, also bin ich noch nicht so hinter seinen Angriffstechniken. Pika! Ah, ich dachte, das Vieh haut ihn in die Luft halt, dass ich ihn jetzt nochmal abfangen kann mit dem Feuersturm nach oben. Das heißt bestimmt anders, aber für mich ist jeder Angriff mit Feuer ein Feuersturm. Also Wasserangriffe sind Aquasturm. So. Ist der doch jetzt genau... Oh, fuck. I choose you, Pikachu! Ah, shit, shit, shit. Komm rüber mit dir.
Oh nein, 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 nein! Ach, du blöder Hodenkobold, ey. Nein! So ist mein Burst einfach ausgelaufen. Ja, ist gerade nicht so geil, ehrlich gesagt. Chill! Fick dich, oh Gott, was ist denn das für ein Angriff? I choose you. Oh. Also ich glaube, dass Elemente wirklich eine Rolle spielen. Obwohl, nee, ist Wasser gut gegen Blitz? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat Lapras extrem viel Schaden gemacht. Ich glaube, Blitz ist gut gegen Wasser. Das hätte eigentlich andersrum sein müssen. Doch, ne? War so. Ja. So. Das hat Spaß gemacht, lieber Blob. Komm, Verteidigung auf 10. Ich wollte schon immer was wirklich Cooles sagen. Ja, wirklich? Ist dir gerade nicht gelungen. Deckungsbrecher, Knackrack, offensive Schule. Puh. Eieiei. Ei, ei. Aber wenigstens hat sie ihn auch erwischt. Yes. Dauert manchmal wirklich sein, Konter vorzubereiten, weil ich wollte schon kontern, aber das Spiel hat es noch nicht akzeptiert. Ach komm. So. Okay, tot ist geworfen. So, Lapras. Oh nein, sollst dich doch noch nicht umschwenken. Und das müsste treffen, oder? Wenn er jetzt nicht blockt. Ja. Und gewonnen. Perfekt sogar. Yay. Bats. Ausgezeichnet. Wow. Sieg für Rutena. Ey, ist das erste Mal... Ach, Bonus habe ich komplett auf 5. Wofür steht Bonus eigentlich? Glücksbonus. Du hast einen neuen Titel erhalten, Greifangriff. Weil ich ihn einmal gegriffen habe. Oh, Chloe und Snibuna. Greif ruhig an, wenn du dich traust. Naja, als hätte ich jetzt eine Wahl. Soll ich jetzt austreten aus dem Turnier, oder? Zeig, was du kannst. Komm ruhig. Ja, es ist auf jeden Fall ein Tempo-Charakter. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich habe auch mit Snibuna mal im Training ein bisschen geübt. Finde ich vom Moveset extrem cool. Seppifeu. Okay. Hilf mir!
Okay. Und noch hier diesen brennenden Baum. Batz. Ja, okay. Ich habe jetzt ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt. Aber vielleicht war es ja auch die Anschnipper-Runde und Snibuna zeigt jetzt, was wirklich in ihr steckt. Ah, okay, klappt nicht ganz die Kombo. Nee, nicht mit mir. No, was? Hab nicht gesessen? Hab mir völlig anders vorgestellt, die Kombo gerade. Ich glaube, dass das nicht reicht und er jetzt ganz knapp überlebt noch. Ja. Aber dafür haben wir einen Lapras. Komm. Gib ihm den Rest. Immer noch nicht. So, dann eben so mit so einem kleinen Feuerkügelchen. Jaha. Sieg. Ja, 4 Sterne. Puh, ich sollte wirklich mehr trainieren. Die Resonanz zwischen dir und deinem Partner ist beeindruckend. Ihr könnt sicher... Achso, Hauptstory, lest selber. All of a sudden, I was in like a totally strange place. Crazy. We battled our best, but could hardly do a thing. It popped a synergy burst, and we were totally over. Even after the battle ended, they stayed in synergy burst. Then the next thing I know, I'm back here. To be honest, I still don't really understand what happened. Huh? That sounds a little different than what happened to us. For us, it was more like, well, after we battled with Mewtwo, its synergy burst scattered. It returned to normal and took off, right? What do you think was different? But still, I can't imagine a Pokemon would just come looking for a fight for no reason. You think it all might be because of that stone? Or maybe this has to do with that girl. Wer weiß. Aber jetzt erstmal müssen wir gegen Dino kämpfen und seinen Guardevoir. Da finde ich ganz cool, dass man Scharfschütze, lass es bleiben, dass man zwischen dem Gematche halt immer so ansatzweise so etwas wie eine Story hat. So, Dino. Spumoni. Phasenwechsel. Oh, fuck. Falsche Richtung. Komm, du rettest das Ding. Oh, ich hatte gehofft, dass er genau in diesen Feuertornado fällt. Zack, zack, zack. Yes. So, 101 Health hat er. Wie viel Damage macht das? Ah. Nicht so viel. Ah, oh, es war eigentlich doof. Das war jetzt voll verschwendet, dass ich in den Modus gegangen bin. Völlige Verschwendung. Fehlt mir nämlich jetzt in dem Kampf. Lapras. Surfer-Attacke. Für mehr habe ich Lapras ehrlich gesagt auch nie benutzt in den Spielen. Zack.
Ah, das klappt nicht, wie ich das will. Ich habe dann nämlich gehofft, dass er in diesen Sturm reingeht. Oh, was ist das? Oh, fuck. Was macht Felinara? Bufft wahrscheinlich, ne? Und hier nochmal Feuer und dann müsste es... Shit. Komm. Ah! Nein, nein, nein. Lapras! Mach den Rest. Das Ding lebt immer noch. So. Golfschlag. Meine Güte. Zum Ende hin wollte der es echt wissen. Und genau deswegen war es blöd, dass ich in der ersten Runde schon meinen Burst verballert habe. Ja, trotzdem noch 3,5 Sterne, damit kann ich leben. Und ein Level Up. Zack. Gleich nochmal den Angriff hier ein bisschen pushen. Ist halt die Frage, ne? Was ist eigentlich Max Level? Was passiert, wenn ich Details drücke? Ah, okay. Oh Gott. Der Angriff muss ja noch ultra hoch gehen, ne? Wenn man mal schaut, wie viel Platz da eigentlich noch ist nach oben. Zart und lieblich. Der stete Tropfen hüllt den Stein. Das machst du hervorragend. Platzierung 23. Free battles can be a nice change of pace. Und Liga-Match. Und das gibt es in der nächsten Folge gegen Ablado, Alissa und wie sie alle heißen. Oh, Gengar zum Schluss. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, liken, teilen, kommentieren, abonnieren. Tschüss.